und hat sich dann ganz schnell mit Haut und Haaren an die Deutsche Bank verkauft. Diese kommst du eigentlich nicht von der Kunst, ne? Alles hat ja. Kommst du eher so aus der Werbung? Ja, das ist Quatsch. Das Ganze, diese ganzen Kategorien sind völliger Quatsch. Kunst, das hat mal jemand gesagt, Kunst ist die Ausdauer der Verbliebenen und nicht der Kunstmarkt und auch nicht die Werbung. Ja. Ich habe Kunst studiert, ziemlich lange, 18 Semester. Habe dann meinen Schwerpunkt auf Fotografie und Film gesetzt. Das erste Rote Couch-Projekt zwischen 79 und 84, damals noch zusammen mit Kevin Clark, in den USA realisiert. Hatte zwischendurch mal einen Ausflug in die Werbung, mehrere Jahre, was ich auch toll fand. Ich wollte einfach mal richtig Geld haben und Autos und Mädchen und brauchte das einfach. Vielleicht wäre ich in meiner künstlerischen Entwicklung weiter, wenn ich den Umweg nicht gegangen wäre. Aber der Umweg war wichtig, er war auch eine Befreiung. Ich glaube, wenn du dicke Autos besessen hast, dann bist du davon befreit, dann brauchst du keins mehr. Und insofern war das ein wichtiger Umweg. Insofern die Frage von Kunst und Werbung oder von angewandt und nicht angewandt interessiert mich überhaupt nicht. Hat mich noch nie interessiert. Für mich ist es der wahre Luxus, dass ich das mache, was ich für richtig halte und dass ich das völlig frei, ohne jede Instrumentalisierung durchsetzen kann. Ja gut, jetzt sagst du aber selber schon, es war ein Umweg, oder du bist da einen Umweg gegangen und wenn man von Umweg spricht, steckt da ja auch schon so dieses Bild oder der Begriff Ziel mit drin. Hattest du das Ziel, die Arbeiten zu machen, die du jetzt machst? Mein Ziel war immer, etwas zu realisieren, was aus mir selbst kommt und was im Sinne einer sozialen Plastik auch wirkt. Und auch wirkt, weil Wirkung ist für mich eine ganz wichtige Sache. Also Menschen mitzunehmen. Der soziale Kontext ist für mich eine sehr wichtige Sache. Also ich hätte keine Lust, irgendwo im Atelier zu sitzen und mir da irgendwas auszudenken und da mein Ego möglichst noch mit einer Gebrauchsanweisung und mit Werkcharakter und nur Werkcharakter, sondern ich finde, dass ich meine Arbeit auch immer daran messen sollte, ob sie Menschen mitnimmt. Ja, also für dich wichtig ist, wie kommt deine Arbeit auch im Publikum an, ja? Und es muss auch eingebunden sein in ein übergeordnetes Konzept oder in einen Metabogen, ne, der eben auch sozial, oder sagen wir mal gesellschaftspolitisch, sozialpolitisch in einem Zusammenhang steht. Also es fängt schon bei der Entstehung von einem Werk an. Ja, also wenn ich, sagen wir mal, als potenziellen Protagonisten einen Kardinal gewinne, da werde ich den bestimmt nicht in seiner Kirche aufsuchen. Ich habe den Kardinal realisiert, ich habe den mit in eine Moschee genommen. Und wir waren ein bisschen spät dran und die Muslime, die warteten ein bisschen ungeduldig auf ihr Abendgebet. Und während ich die Arbeit realisiert habe, stehen hinter mir 100 Muslime, warten aufs Abendgebet und die diskutieren dann natürlich, was ich mache. Und ob das okay ist, dass da jetzt ein Kardinal sitzt. Und dann sagt einer, ja, das ist okay, weil er hat sich ja die Schuhe ausgezogen. Der hat Respekt für unsere Religion. Dann sagen sie, aber wieso steht da eine rote Couch in der Moschee? Das ist doch nicht in Ordnung. Sagt ein anderer, doch, das ist okay, weil die steht ja auf ihren Kissen.
Dadurch wird ein Respekt vor unserer Religion deutlich. Was ich sagen will, ist, dass jede Produktion selbst schon eine Intervention ist in einen gesellschaftlichen Prozess. Das heißt, so wie hat Beuys das genannt, eine soziale Plastik. Die Couch ist eine soziale Plastik. Und die ist jetzt aufgeladen, weil 600 Menschen aus 38 Ländern, über 70 Nationen darauf Platz genommen haben. Und das heißt, das fängt schon in der Entstehung an. Ein anderes Beispiel ist, wenn eine Polizeibeamtin darauf sitzt mit einem Ultra. Und wenn das kurz vorm Derby stattfindet, wenn auf der einen Seite eine Hundertschaft steht und auf der anderen Seite 400, 500 Ultra-Fans. Das sind Prozesse. Und das versuche ich fortzusetzen. Also so zum Beispiel, oft wenn ich ausstelle in einem Museum, stelle ich in des Museums ein Zelt auf, in dem ich schlafe und stelle die Couch daneben und empfange Leute zu Besuch. Hundebesitzer, Kinderbesitzer. Und die realisieren dann ihre Digifotos. Und denen stehe ich Rede und Antwort. Ist das realisiert? Ja, ja, mehrfach schon. Und das ist, sind für mich so ganz wichtige Sachen, dass da nicht nur irgendwelche Bilder hängen, sondern dass da auch was passiert. Und dass auch eigentlich die Philosophie, dass die rote Couch ein Objekt ist, welches die Menschen dieser Welt auf Augenhöhe bringt. Dass er das auch konsequent fortsetzt in Aktionen und damit auch Leute mitnimmst. Mhm. Ja? Also mit Augenhöhe meinst du jetzt auch, dass die sich auf einem Level bewegen, auf dem sie sich austauschen können. Ja? Das heißt, du egalisierst dann die Kommunikationsebenen, die sind erst auf der Couch dazu in der Lage, sich auseinanderzusetzen. Die Couch ist ein neutraler Ort geworden, weil sie mystisch aufgeladen ist, weil so viele Leute drauf waren. Und die war Thron, die war gemeinsamer Nenner, ist sie auch noch. Aber ich habe sie in den letzten Jahren erweitert. Sie wird jetzt auch immer mehr zur Kommunikationsplattform. Wenn zum Beispiel darauf Leute Platz nehmen, die sich im normalen Leben lieber aus dem Weg gehen, dann passiert noch eine Ebene mehr. Und du hast ja immer das Ding, also es gibt ja viele Leute, die sagen, ach, der mal mit seiner Couch, das geht mir auf den Wecker. Das kannst du aber auch zu Nägeln sagen oder zu Filz und Fett. Die Sache ist die, was ich glaube ist, anstatt im luftleeren Raum mit Ideen zu spekulieren, es ist immer gut, finde ich, wenn du dir einen Rahmen setzt, der dich dazu zwingt, ein dickes Brett zu bohren. Weil ich glaube, du erreichst nur Tiefe durch Begrenzung. Und hat sich dann ganz schnell mit Haut und Haaren an die Deutsche Bank verkauft. Ein dickes Brett zu bohren. Weil ich glaube, du erreichst nur Tiefe durch Begrenzung. An die Deutsche Bank verkaufen. Ein dickes Brett zu bohren. Weil ich glaube, du erreichst nur Tiefe durch Begrenzung. Und diese Tiefe ist eine sehr wichtige Sache. Aber mir ist zum Beispiel unheimlich wichtig, sind ja immer die Bedeutungsebenen, die du im Bild gar nicht siehst. Oberflächliche Ebene und gleichzeitig auch dem, was dahinter liegt. Oberflächlich im Sinne von Material. Und das Thema eigentlich ein Thema, was ich auch angesichts des Zustands der Welt, meine letzte Arbeit von Ruhr 2010, natürlich auch in Calais, in Frankreich, in den Kühlen. Die Couch ist ein neutraler Ort geworden. Weil sie mystisch aufgeladen ist, weil so viele Leute drauf waren. Und die war Thron, die war gemeinsam. Ich bin sicher, es wird eine geniale Ausstellung ab dem Ich will erstmal nochmal was anfangen. Von Ruhr 2010, ja,
sichtbare Oberfläche, dann einfach Bedeutungsebenen anziehen, die man nicht unbedingt sieht. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil ich glaube, dadurch kriegt eine Sache Tiefe, strahlt auch ab, die erleuchtet das. Also ein Beispiel, sagen wir mal ein Jude. Für mich muss dieser Jude dann vielleicht aus der Türkei sein. Ich platziere den dann, fahre mit dem nach Weimar, bei Weimarer Republik, Goethe, Schiller, Nietzsche, Beethoven, alles Weimar, Buchenwald, Konzentrationslager Buchenwald, auch Weimar. Und dann suche ich mir einen Zeitpunkt aus, an dem das ehemalige Hauptquartier der Gestapo abgerissen wird. Und da findet dann die Inszenierung statt. Das ist für mich dann ein Werk, wo die Bedeutung...